this nigga reppin' my style. Oh my god, if I die, I'm a legend. Oh my god, oh my god, if I die, I'm a legend. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Servervorstellung hier auf meinem Kanal. Und zwar ist es diesmal der Server Xerodes 2. Und alles klar. Ja, Xerodes 2 ist ein Middle School Server, habe ich mir sagen lassen. Der höchste ist auf dem Level 145. Ich weiß leider nicht, welches das Max-Level ist. Ich habe auch schon versucht, welche zu PN, und dem SA kann man auch nur anschreiben, wenn man ihn als Freund addet. Deswegen habe ich sofort die Freundschaftsanfrage rausgeschickt, dass mir ein paar Server-Infos zukommt, lässt, aber er hat es irgendwie nicht gemacht, also beziehungsweise es kam jetzt die letzte Zeit nichts. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, machst einfach mal eine Server-Vorstellung, haust da einfach mal raus und mal gucken, wie sie so wird. Wenn sie geil wird, dann ist sie auf jeden Fall hoch, wenn nicht, dann nicht. Also es soll auf jeden Fall ein Middle School Server sein. Ihr seht schon, viele eigene Designs, die Damage-Zahlen sehen richtig geil aus. Das Level-Up ist schön verändert hier. Hier, das ist die Anfangsrüstung. Ihr habt einen Tiger, ihr habt hier andere Pots, also hier sind viele Sachen eigen gemacht. Also ich weiß nicht, ob es jetzt nur auf dem Server sind, ich habe es bisher noch auf keinem anderen gesehen. Aber auf jeden Fall sieht auf jeden Fall richtig schnieke aus hier. Ich finde das wirklich mit Damage-Anzahlen nicht mehr so langweilig, sondern so auch selbst gemacht. Man sieht das Level auch gar nicht vor dem Namen. Das erinnert mich irgendwie an einen anderen Server von früher, noch von damals. Die von der guten alten Zeit. Ja, da war ich auch GA. Und der war eigentlich auch richtig geil. Aber naja, wir sind jetzt weiter hier. Der Server ist am 25.01. rausgekommen. Der ist wieder, wir sind 29, also jetzt 4 Tage lang online. Ja, ich weiß, ich kann Mathe. Ich danke euch auch, ja. Ja, sollten wir erstmal verzaubern. Ist das 6.7.? Heb auf! Nein, das ist. Okay, das droppt man, also Alternativ-Drop. Mal gucken, ob wir es auch kaufen können, weil wir es auch nicht kaufen können, dann wäre es ganz praktisch, wenn wir das Spiel droppen, ne? Das wäre dann was für uns. Ich finde das süß, dass man das wirklich das Level nicht sieht. Weil so kann man wirklich mit Max-Level sich einfach das da anziehen und dann fährt ihr ja noch Bau machen. Und da komm her, Junge. Na guck, das sieht man wirklich bei keinem. Auf einen hat es seine Vorteile, auf einen hat auch seine Nachteile. Weil, wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist Max-Level, ziehst dann Low-Level-IQ an und kannst dann gegen Low-Level-Duell machen. Die denken, du bist Low-Level, aber hast Max-IQ ansonsten, außer das Anfangs aussehens IQ. Das wiederum ist nicht gerade nice. Dann schauen wir uns mal die Shops an. Hier, Kriegerrüstung bis zu 61er, plus 9 alles. Helm plus 9. Nice, nice. Moment mal ganz kurz das Herzchen muten, das trägt mich ein bisschen auf, dass ich gerade die ganze Zeit User. So. Dann gehen wir hier mal bei Schmuck rein. Himmelstränen IQ plus 6. Ebis noch plus 9. Hier die Schuhe plus 6. Okay, okay. Nice, nice, nice. Auf den Preis habe ich jetzt gar nicht geachtet. Wir haben 2,8 kk. Wie viel kostet jetzt so ein O-Ring? Ja, 64 kann man sich auf jeden Fall leisten. So, Schilder bis zum 61er plus 6. Nice, nice, nice. Dann schnieken wir uns mal rüber zum Waffenhändler. Zum alten Kollegen. Hier Schwerter, 200 solche Bögen, alles am Start. Schwerter bis zum VMS. Hier keine 65er Waffen drin. 1 kk, kann man sich leisten. Alles gut. Alles bezahlbar. Dann hören wir uns jetzt hier einen Körperkrieger an hier. Ja, ich bin doch Lehrer des Körperkampfes. Ist okay. Ich nicht. Jetzt bin ich einer. Oh. Oh, das sieht auch geil aus. Hat auch eine eigene Farbe, oder ist es auch so wie sonst? Okay, das ist gleich. Gucken, warten wir mal auf P. Oh, Toasty. Das ist die Gilde von Paria hier. Die hatten früher nämlich, da musste ich voll auf supporten, weil die hatten früher irgendein Hakenkreuz als Gildenlogo. Und da gab es so ein paar Probleme. Die Windschuhe. Steinschuhe. Fun-Item. Was sind denn Steinschuhe? Bestimmt läuft man mega langsam, oder? Ja. Passiert nichts. Alles klar, wie nice ist das denn? Fette Steinschuhe an. Man kann damit gar nicht hauen. Jetzt bin ich verbuggt. Alles klar, Leute. Kann ich jetzt rumlaufen? Ja. Also das war jetzt ein bisschen Fail. Also ihr dürft nicht mit den Steinschuhen schlagen. Muss ich auch sofort im SA sagen. Wenn ihr die Steinschuhe anhabt und dann schlägt, dann bleibt ihr stehen und könnt einfach mal nicht mehr laufen. Hier sind schöne Young-Schwächer. Hier kritischer Kampf, durchbohrender Kampf. Erstmal schön schnieken hier. Machen wir noch ein paar mehr hier. Wir haben ja das Geld. Wir sind ja Bonze. So. Das ist ein bisschen teurer. Können wir uns aber auch noch leisten. Sollte nicht das Problem. Bitte lass uns die auch noch leisten können. Nein, das reicht natürlich nicht. Das wird jetzt ein bisschen fail. Alles klar. Keine XP-Ringe für uns. Young erbeutet das. Das wollen wir uns aber auf jeden Fall auch. Warum werde ich jetzt angeschrieben? Lass mich doch einmal mal in Ruhe. Teamspeak, du regst mich auf. Na egal.
Ich werde noch ein bisschen leveln hier. Mal gucken, wie das hier hinten abgeht mit den Wölfen und so. Erstmal die ganzen alles hier anklatschen, das schaffen wir es natürlich nicht, ne? Wie die Noobs vom Lande. Oh, User Panel gucken wir uns auch gleich nochmal an. Auf jeden Fall, jetzt erster Eindruck. Richtig schöner Server, richtig geiles Design. Werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Vielleicht, ich weiß nicht, ich werde jetzt auch nicht von jedem Server, von dem ich eine Vorstellung mache, YouTube-Videos machen. Ich werde mir weiter noch angucken. Wenn er mir sehr gut gefällt, wenn ich mir vorstellen kann, dass er lange online bleiben kann, werde ich den natürlich auch auf die Dauer dann für euch Let's Playen. Aber wenn ich dann jetzt noch ein bisschen weiterspiele und dann merke, da wird nichts raus oder so. Oder irgendwie vom zeitlichen her, weil ich ja jetzt gerade noch mehrere Projekte am Laufen habe. Ob ich das dann irgendwie unter einem Hut bringen kann oder auch nicht, werde ich dann schauen, beziehungsweise werde ich dann sehen, ob nächste, noch weitere Parts folgen oder auch nicht. Aber wie ich schon gesagt, erster Eindruck sieht super top aus. Vielleicht kommt ihr einfach mal drauf, schaut euch den Server mal selber an, macht eure eigene Vorstellung von diesem Server. Jetzt wird auch noch die ganze Zeit mein Handy. Eisige Truhe, alles klar. Öffnen wir mal. Oh, okay, hier droppt ihr auch dann natürlich 6.7. Nice, nice, nice. Jetzt bin ich erstmal neugierig. Jetzt muss ich noch ein Mädchen suchen. Tut mir leid, ihr müsst noch weiter hinhalten oder schaltet einfach ab. Ich hoffe, ihr guckt noch weiter und seht dann den nächsten Drop von dem Mädchen, wenn ich einen finde. Mädchen. Hallo. Hallo. Ich hatte die ganze Zeit zugeschaut und das regt mich gerade voll auf. Übertreibt doch mal nicht. Bleibt doch ganz gechillt. Ruhig, ruhig. Leute. Hier ist einfach kein Mädchen. Also das macht mich jetzt ein bisschen traurig hier. Ich bin sehr traurig jetzt hier. Ein ganz trauriger Kero. Da ist ein Mädchen. Glücklich. Ich bin glücklich. So, alles ran. Mobs noch polen. Easy. Get wrecked. Unser Damage ist natürlich der Überklasse gewidmet. Wenn man sagt, keiner hat eine Chance, keiner übertrifft uns von wegen in Sachen Damage, ne? Und sagen instant die Schlaggeschwindigkeit, die ist auch hier grenzwertig, ne? Muss aufpassen, dass die Polizei nicht kommt. Stärke skillen wir auf jeden Fall noch weiter. Easy going, würde ich mal sagen, hier für uns. Level 8 sind wir schon, sieht man natürlich nicht. Aber es ist auch irgendwie cool, wenn da nur Kero so steht, ne? Da haben wir ja so eine Truhe bekommen. Was droppt mir raus? Und wieder 6. 7. hinzufügen, 1. bis 15. hinzufügen. Auf jeden Fall, geiles Level-Konzept. Sieht auf jeden Fall richtig sexy aus hier, der Server. Auch hier mit der King-Rüstung, sage ich mal. Ja, Krieger-Königsrüstung. Sieht auch schon nice aus. Ich meine, man vermisst so ein bisschen so den MPP. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt man den noch irgendwie ein bisschen später, weil ich bin. MPP muss einfach dazugehören. Ich habe es auch fast auf jedem Server als Fun-PvP-Rüstung. Weil MPP ist einfach so Standard. Also generell so die Level-1-Rüstung für die jeweilige Klasse. Und naja, ich würde den MPP vermissen, wenn der halt nicht auf dem Server wäre. Aber auf jeden Fall sieht doch schon mal sneaker aus. Ich werde jetzt hier ein paar Werten auch noch gleich zwei Minuten. Würde ich mal sagen, sind wir nicht mal. Ciao!